Okay, Leute, es geht einfach mal weiter. Das ist jetzt gerade der dritte Part. Brauche ich das? Ich nehme einfach mal mit. Ach so. Ich hätte diese Teile mitnehmen müssen. Ah nein, okay. Ich habe mich geirrt. Okay. Dreckigen Belger, kommt mal her. Okay, du? Beluga, der Stuhl? Okay, das haben wir auch. Und hier ist der letzte. Insekt? Wo ist der letzte von denen? Anscheinend nicht hier, okay. Wo krieg ich dieses Foto da? Naja, sehen wir mal. Mir fehlt noch ein Foto von Beluga der Sturm. Was? Ein Pegasus dazu. Ja, und das ist schön, dass du es noch einmal wieder sagst. Ich habe alle 5 Maschinen repariert. Sehr gut, das hat mir wirklich sehr gut geholfen. Das war's, ich habe alles erledigt. Und du bist genau in der Zeitplan ausgehört. Ich hätte nie gedacht, dass du das schaffst. Wir fahren gleich ab, also komm zurück. Okay. Heute nehme ich mal sehr viel auf davon. Und lade es am Samstag wohl alles hoch. Habt ihr dann wenigstens was im Sehen? Mike, also der Berlin-Zeit hat sich ja richtig gefreut wegen der Story. Und es ist immer noch ein Mysterium, warum Red sich zu einem Menschen verwandelt hat. Fragen über Fragen. Keiner weiß die Antwort. Jetzt ich nicht. Und durch. Ach komm. Ich bin fertig. Vielen Dank, hier ist deine Belohnung. Puh, ein Glück. Jetzt läuft alles wieder reibungslos. Ich habe euch auch alle Ratten besiegt. Jetzt sollte eigentlich alles wieder laufen. Yay! Okay. Lass uns zum Terminal zurückgehen, wo wir herkamen. Warte mal. Ich muss jetzt noch. Okay. Ich hatte so ein bisschen überlegt, was ich alles noch machen muss. Wir sind nun am ersten Termin. Digga, ich mag dich nicht, wenn du so oft das wiederholst, wo ich gerade bin. Warum wackelt denn alles? Das gibt's doch nicht, was ist das? WTF? Verschwindet ihr dreckigen Käfer? 2 Larisse? Wir haben Laris und Lemurus erfolgreich aktiviert. Dann lass uns endlich zurückgehen. Aber ich bin zum ersten Mal draußen. Lass mich noch ein bisschen spielen, okay? Na gut, aber nur ein bisschen. Mir ist es zu stickig. Eigentlich möchte ich nur noch nach Hause. Oh, wo ist meine Mami? Sei ruhig, du kleiner Schreihals. Ich darf ihm mal das Maul stopfen, oder? Bitte, bitte. Du machst doch sowieso, was du willst. Hey, ihr beiden, hört auf. Hört sofort auf. Hä? Hä? Dieses Gefühl, es passiert schon wieder. Du hast sie schon wieder verwandelt. Er ist ein Hybrid?
Ein Hybrid? Das kann nicht sein. Ich dachte, wir seien die Einzigen. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich habe eh keine Lust mehr, nur die Stadt zu demolieren. Jetzt kommt der richtige Spaß. Ich hätte epische Kampfmusik. Hier, friss. Friss. Leichte Gegner. Das hat doch Spaß gemacht, oder? Aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Bitte? Genki-Dama? What the fuck, ich hatte recht. Red! Auf welche Art soll ich ihnen den Rest geben? Was meinst du, Nero? Warte, Blank, wir sollten zuerst zurückgehen und das melden. Fahr dein Glück, dann wirst du wohl doch ein bisschen nächsten Morgen erleben. Aber ich werde bald wieder mit dir spielen. Moment mal, wo wollt ihr denn hin? Oh. Red! Ein Hybrid. Red! Oh. Red! Red! Er kommt wieder zu sich. Red, ich bin's, L. Erkennst du mich? Ah, L. Schokolade. Ein Glück, er ist wieder bei Bewusstsein. Du hast es wieder mal übertrieben als L. Also echt. Du musst es auch mal gut sein lassen. Autsch, aber ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, sicher. Aber wer waren die beiden überhaupt? Warum ist Larus wieder zurück? Und nun geht es ihnen zweimal? Zweimal? Es gibt ihn nicht zweimal, genau genommen sind es Lemurus und Larus. Diese beiden Wesen werden Titanomachine genannt. Verstehe ich nicht. Das Amulett, das du hattest, war das Larus-Amulett. Und das Amulett, das ich habe, ist dieses hier, das Lemurus-Amulett. Aha! Ich werde verrückt. Und das heißt... Du hast vergeigt. Hier in Sheffort waren zwei Titanomachine versteckt. Und nun? Melville möchte sich mit uns treffen und darüber reden. Red, es wäre gut, wenn du auch dabei sein könntest. Zwei Titanomachine sind zeitgleich erwacht. Von allen Katastrophen ist das die schlimmste, die hätte passieren können. Mit dem Dahak. Die beiden haben ihn ganz schön übel zugerichtet. Kannst du ihn reparieren? Ich wünschte, ich könnte es, aber keine Chance. So stark war der Dahak noch nie demoliert. Diese beiden verflixen, wenn ich diese jemals wieder sehe. Dann werde ich... Der Dahak bedeutet dir sehr viel, nicht wahr, Red? Warum? Es ist fast als habe... Ich habe das Gefühl, als wäre er schon seit meiner Geburt bei mir... Nun, die letzten 9 Jahre zumindest. Hä? Ich kann mich an nichts erinnern, das länger als 9 Jahre her ist. Aber wieso? Nun ja, das weiß niemand. Leider. Vor 9 Jahren stand Red mit seinem Dahak plötzlich vor meinem Waisenhaus. Er ist ganz allein unter Umher gestreckt und niemand weiß, wo er herkam. Das weiß ich nur aus Erzählung. Ich selbst habe keine Erinnerung daran. Und das war vor 9 Jahren. Wir haben also beide ein bewegte Vergangenheit, aber mach dir deswegen keine Sorgen, Ellen. Okay. Ich gehe schon mal vor und kehre zu Melville zurück. Sie ist auf der Golden Rohr. Vergiss nicht, da nachzukommen. Okay, die Golden Rohr, wir werden da sein. Tja, ja. Soll wetten, was er sagen will. Schön, dass schön dich wiederzusehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ey, ist es dir gut ergangen? Ja. Ich freue mich auch, dich nach langer Zeit wiederzusehen. Oh.
Anpassen geht jetzt nicht, weil da kaputt ist. Audio. Wie viel... Oh, so viel. Ein süßer Polizist. Brücke. Oh, ich hoffe, was war da? Eine weitere Bibliothek. Viele Sachen kaputt machen. Hä? Wird ja viel. Ökologie. Das muss ich auch irgendwie erhöhen. Vielleicht werde ich es so offscreen machen. Irgendwas. Nach irgendwas machen. Nächstes Ziel. Ich kann keine Mission machen, weil mein Dark ja kaputt ist. Golden Rohr. Klassenversammlung und so. Melville, wir sind da, also schieß los. Wer sind die beiden, die Pharao angegriffen haben? Und zwei Titanomachine? Was sollen wir jetzt tun? Wie je und je reizt du deine Klappe ziemlich weit auf. Und du wirst eine Spur zugelassen. Tja, schließlich bin ich jetzt auch die Anführerin der Kurvas. Und ich bin der, der die beiden fertig gemacht haben. Kein Wunder, dass ich laut werde. Beruhige dich, ich werde alles nach der Reihe erklären. Ich fange bei den beiden an, die Pharao angegriffen haben. Ich bin ganz Ohr. Sie sind das, was wir Hybriden nennen. Sie haben die Macht, Laris und Lemuros zu beschwören und zu steuern. Bitte, aber was ist überhaupt das Ziel der ganzen Aktion? Sie wollen die Macht der beiden Machine benutzen, um etwas anderes zu beschwören. Tartarus, das ist die Bezeichnung dessen, was sie beschwören wollen. Tartarus? Ich weiß leider auch nicht genau, wer oder was das ist. Aber eins steht fest, es wäre das Ende der Welt, falls sie Erfolg haben. Oh Mann. Sie hatten etwas Ähnliches mit Ähnlichkeiten mit Red. Ich meine, wenn er sich transformiert hat. Ach, deine Transformation. Ich bezeichne sie als Trance. Finde sie neu. Ja, Trance-Modus. Wenn du dich in dieser Trance befindest, siehst du genauso aus wie die beiden. Im Ernst? Eigentlich solltest du auch die gleichen Kräfte besitzen. Du bist doch wieder in Trance gefallen, oder? Ja, ich hatte mich gerade auf den Kampf eingestellt, als einfach wieder als... Aber du kannst die Trance immer noch nicht kontrollieren, oder? Nein, aber warum falle ich überhaupt in diese Trance? Das werde ich dir erklären, falls dein Testergebnis positiv ausfällt. Kannst du mir es nicht sofort erklären? Nein, wenn du die Teste nicht bestehst, brauchst du gar nicht erst gegen die beiden anzutreten. Du musst die Fähigkeit entwickeln, deine Trance zu kontrollieren. Wenn du das geschafft hast, wirst du auch die Macht haben, Machina zu kontrollieren. Dann könntest du verhindern, dass Tartarus beschworen wird. Nimmst du die Aufgabe an? Habe ich dann eine andere Wahl? Natürlich nehme ich sie an. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, dann starte ich den Test. Wir sind jetzt dafür verhandelt, die neuen Kurvas aufzubauen. Fehler, wie sie und, werden nicht mal toleriert. Opera! Ich hatte eigentlich schon gehofft, Quellback wieder würde zurückkommen, um unsere Gilde wieder beizutreten. Chefin zu sein kann manchmal etwas nun, weil sie sagen, eintönig sein. Hihi. Kaloa. Von Jahren kommst du vorher und dann. Okay, ich kann auch wieder rausgehen. Okay, ich will mal kurz rausgehen und alles mal untersuchen. Waffenshop? Was hast du denn hier? Was? Die haben noch nicht geöffnet, aber ja, du brauchst nur einen Augenblick. Ich habe mich noch nicht mental darauf vorbereitet. Zum Glück habe ich das nachgeguckt. Und du? Kaufen. Wollt mich jetzt komplett verarschen? Jetzt auf einmal gibt es die... Erhöht Autorität um 36? What the fuck?
Soll ich damit anfangen? Okay.